Hallo und herzlich willkommen zurück. Du musst durch die Tür gehen. Es ist gespeichert, du hast ein Gewehr bei dir, du hast ein Highspray bei dir, du hast 13 Reserveschüsse bei dir. Ich werde sterben. Und was kämpfst du denn jetzt? Keine Ahnung. Kämpfst du jetzt? Im Ernst, jetzt hast du mich gerade gespeichert. Kommt schon das Ende oder was? Nee, ich glaube jetzt sind wir jetzt in U3? Weißt du noch, was U3 war? Nein. Gefängnis. Stimmt. Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing though. Okay, ich mach diesmal keine Umwege. Was? Ich mach diesmal keine Umwege. Wurde irgendwas gesagt, dass man... Da liegt doch was. Wie man die, das Gefängnis aufmachen kann. Mm-mm. Lies doch nach. Lies doch nach. Was hat er nochmal gesagt? Weil ich habe gerade mehr oder weniger durchgehustet. Jill hat gesagt, ich versuch dir die Tür aufzumachen. Ja, ist gut, aber mach keine Umwege. Und jetzt springt dir auch was hässliches, fettes Grünes ins Gesicht. Und würde dich mit der Zunge töten. Das wär's jetzt, oder? Genauso wie in Outlast 2. Das Zungenmonster. Was? Ja, ich habe gerade den Vorsprung aus Resident Evil 0 gedacht. Achso. Ist es dir zu dunkel? Soll ich das Licht anmachen? Nee, ich weiß nicht, ob ich gemutet bin oder nicht. Ich habe mich zum Husten kurz gemutet. Ist links mute oder nicht mute? Hä? Also halt links. Wenn es zum Steuerrad ist, dann ist es an. Gut. Also links. Oder für mich so nach oben. Ja, nach oben. Da ist an. Haben wir jetzt schon wieder alles unlocked? Weißt du auch nicht, oder? Ich versuche hier gerade irgendwas zu finden, da wo man... Wenigstens eine Sache finden, also... Stromzufuhr. Du hast nur noch die Hochsicherheitsdinger. Du hast noch die Hochsicherheitsräume. Oder nicht? Ihr habt das da unten noch mit den Käfern. Freust du dich? Dann muss ich nämlich noch den Tank holen. Stimmt. Oh, stimmt, den konnte ich ja nicht mitnehmen. Ah, ich habe alle Käfer aus dem Weg geräumt. Ich glaube, die spawnen wieder. Ja, drück weiter. Ja, es ging gerade nicht weiter. Ach ja, stimmt, das hat also mich bei dir. Und wo tust du jetzt nachfüllen? Bei dem nächsten Crimson-Head-Zombie wahrscheinlich. Oh, nicht schützeln. Das heißt wahrscheinlich musst du noch aufpassen, wie du zu hinkommst oder so. Nein, ich muss einfach nur aufpassen, dass ich wahrscheinlich nicht getroffen werde. Also wie du hinkommst.
Was sonst machst. Ja. Und dann ist Shirley tot. Geschnetzelt ist. Crimson Head? Ja. Es gibt noch einen lebenden Zombie? Ja. Hä? Hast du das verlaufen? Ja, ich bin gerade nur in die Fenster reingegangen. Also verlaufen. Wir waren 5 Stunden, oder? Ja. Wir brauchen allein heute um 5 Stunden. Nicht mal da schaffst du einen Headshot. Ach, der ist tot. Ach stimmt, da war ja der Hochsicherheit. Also der Stoffding. Hast du auch gerade einen Insekt gehört? Hm? Hast du auch gerade einen Insekt? Ich versuche gerade nur mit dem Steuerkreuz zu gehen. Hast du gerade nicht das Insekt gehört? Das waren die Käfer. Oh. Okay. Soll ich? Der ist nur im Schatten. Ich weiß, ich sehe es. Recht schwer zu koordinieren. Ich hab's gesehen. Hast du es wirklich weit? Boing, boing, boing. Bitte nicht schütteln. Die Brüste dürfen aber trotzdem wackeln. Tatsache. Hast du einen Timer gestellt? Ja. Was denn? Ich muss irgendwie dauernd auf die Brüste schauen. Boing, 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 boing. Na komm. Na komm. Und jetzt bewege ich mich zu schnell. Na komm, du hast es doch jetzt. Warte mal, anklicken. Okay. Und was jetzt? Das müsste eigentlich das Gefängnistür funktionieren. So gleich. Eigentlich. Als ob man so leicht einen Knast öffnet. Halt schnuzen. Hatschi? Ich hab schon wieder 25 vor 7. Wir haben vorhin kurz lang auf unser Mullifon gewartet. Ja. Ja gut, aber da konnte ich eine Kuni durchspielen. Schön für dich! Bringt uns aber nichts. Du konntest da den Manga
weiter lesen. Ja. Alright. Du hast das Gefängnis zugesperrt. Du hast Chris. Sie sind gerade ernsthaft eingesperrt. Wie eingesperrt? Die Tür ist zu. Ja, die war auch vorher zu. Nein. Doch. Okay. Natürlich war es jetzt zu. Okay. Ansonsten wäre ja Chris rausgegangen. Stimmt, ich dachte, das wäre noch eine Tür hinter der Tür. Da musst du immer noch was anderes machen. Ja, zum Aufgehen, Aufzug gehen wahrscheinlich. Da jetzt wieder der Strom da ist. Wo war denn der Aufzug? Da, wo ich hingehe. Wo gehst du hin? Zum Aufzug. Wo ist der Aufzug, wo du hingehst? Da, wo ich hingehe. Welchen Raum ist der Aufzug? Hier. Okay. Mit dem Knopf rechts. Ah, stimmt, das war das, womit ich gespielt habe. Was denn? Kein Strom. Kein Strom. Was musst du denn jetzt machen? I don't know. Du kannst ja in der Akte nachlesen. Kannst du mit dem Roten interagieren? Nein, habe ich schon gespammt. Das hast du ja schon. Guck mal, schön der Morgenhimmel. So schon rötlich. Wie dieser Raum. Mhm. Hier liegt noch was. Ja, da. Ich hab's genau gesehen. Wie viel haben wir von den Dingern schon? Too much! Das ist bestimmt locker so eine 10, 15. Hi. Ich hab halt übersehen, okay. Schieß nach oben. Oder auch nicht. War es nicht das Selbstzerstörungsding? Ja, das war der Hauptaufzug. Okay. Das ist der Selbstzerstörung. Achso, okay. Er hat einen Headshot gemacht! Bravis, Basti. Muss ich gleich in die weiße Soße dippen. Schmeckt die weiße Soße auch? Mhm. Okay. Witzig. 11 Stück haben wir. Dip, dip. Was? Was? Du hast noch was gesagt, wo ich gegähnt habe. Nee, hab ich nicht. Achso. Genießt du nur die weiße Sauze? Mhm. Dip, dip. Oh mein Gott, er leuchtet sogar. Jill! Barry! You could have at least waited up. Tip, tip, tip. Let's go. Alter, warum vertraut sie ihm? Auf einen Schlag. Ja, wir lassen Chris jetzt einfach unten verzaubern. Was? Wir lassen Chris jetzt da unten einfach versauern. Yep. Achso, da ist eine Wand. Oh mein Gott, du hast einen Partner. Ich glaube selber nicht, dass er für lange da bleibt. Wahrscheinlich in diesem Raum schon wieder weg.
Ja. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Oh. Umbrella. Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. Was? Da ist nicht viel Hirn im Kopf drin. Hast du das dumpfe Geräusch gehabt? Yeah. Well, both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Beep. Ist das ein Tyrant? Cool. Ja, das ist der krallige Mittelfinger. Ich hasse mich. Warum? Du hast noch 13 Minuten. Oh, du hast Chris nicht gerettet. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Sag ich doch. Forgive me. No, you're Honey. Not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Ich glaube, wir sollten weglaufen. Oh, die Sonne ist so schön. Ich glaube, du hast vergessen, Chris zu retten. Nee, nee, das kommt am Ende von. Damn it! Glaube ich, beim Selbstzerstörung. Okay. Jill and Barry together. In hell. Du blutest aus dem Arsch. You want a piece er hat seine of Tage. Me? Er hat seine Tage. What? Premature. You viral cultured freak! Du Reagenzvirusmonster. La 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 la. Such deine Tür, such deine Tür. Was dir gerade auffällt, Basti. La 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 la. Du hast keine Marke noch. La 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 la. Schieß erst nur mal einen Pistol auf ihn. Du suchst doch einfach nur die Tür, wo du rauskommst. Au. La la la. Already dead. La, 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 er macht ein bisschen la, la, Schaden, glaube ich. Ich glaube, du hast dich getroffen. La, 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 la. Du hängst fest! Hallo? Triffst du ihn überhaupt? Ja. Okay. Gut nachladen. La 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 la. Du bist einfach mit der normalen Pistole auf ihn. Da liegt was. Ja, da liegt auch was. La 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 la. Beobachtungsnotiz. La 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 la. Beobachtung zum Wesen: Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testsubjekt verabreicht. Das Testobjekt
nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testsubjekts, dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemessenes Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Alexo? Nein. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These bewiesen habe. William Birkin. Und? Der Vater von Cherry. Ich weiß. Ein Gerät zur Erfassung. Ich will noch nicht zu Barry. Warum Barry? Du meinst Chris? Nee, zu Barry. Okay. In der Reihe von Kapseln in Ida befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Überall ist ein Basti drin. Die Schönheit ist von innen! Was? Überall ist ein Basti drin. Aber innen ist man doch auch vollkommen hässlich. Oder findest du organisch schön? Findest du so einen Zwölffingerdampf sexy? Barry! You're okay. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Was wäre denn hier gewesen? Was wäre hier gewesen, wenn ich Barry seine Waffe nicht gegeben hätte? Er wäre, glaube ich, bei Dingen verreckt. Bei Lisa. Okay, wie wäre dann dieses jetzt zustande gekommen? Hm? Weil Wesker würde ja wohl kaum Jill ohne Barry gefangen halten. Wesker must have set it off. Let's hurry. Das heißt, wir anwarten, dass Chris jetzt bei ist. Ja. Deswegen muss ich schnell zu Chris und dann habe ich wenigstens Chris gerettet. Du willst ihn retten? Maybe. Der wird immer hässlicher und pussyhafter. Und breiter. Sag ich doch. Und ab diesem Tag sah ich ihn nie wieder. Und warte mal kurz, Barry hat zwei Töchter? Ja. Moira und? Und die wo Moira erschossen hat. Was? Ach ja, stimmt, das erfährt man ja nur in Revelation 2. Ja. Hat ja die Moira ein Versehen mit einer Schusswaffe gemacht und... Oh! Run, boy, running. Das wow! Die Insekten, nicht der... Wow, die sind schnell auf einmal. Nee, die haben einfach keinen Bock mehr zu warten. Und du hast keinen Bock zu schießen, oder? Genau. Das dauert viel zu lang. Los! Rette den Christoph! Den Christopher. Christopher Rotfeld. Soweit ich mich erinnern kann, sehen wir gleich, ob meine These sich befürwortet. Warst du eine Tesse? Das Schloss ist geöffnet. Du hast noch 5,5 Minuten. Das krieg ich hin. Dann ist das Spiel abgeschlossen. Echt jetzt? Sorry, dass du warten. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Yay. Ich habe wenigstens Chris gerettet. Und Barry. Ich glaube, das ist... Oh. Hm? Ich knutsch die Wand. es ist, glaube ich, nur noch die Fluchtsequenz und das war's. Okay.
Dein Ernst? Ich glaube schon, ja. Willst du mich gerade dumm ficken? Come on, let's go. Tschüss, mein Partner. Irgendwie behalte ich die immer bis zur nächsten Tür. Ja. Den einen, den wir jetzt nicht gerettet haben, den hätten wir auch nur eine Tür behalten. Der wäre dann nämlich gefressen worden. No. Die merkt nach einer Tür schon, du bist nicht sehr sympathisch. Außer jetzt hätten wir können, kann die nicht viel. Moin. Aber wir waren noch nicht in jedem Raum. Aber. Tja, Pech gehabt. Jetzt ist auch nicht mehr. Ich hab doch Zeit. Und nur 7 Schuss. Nimm mal sicherheitshalber deinen. Einen Granatenschuss mit. Oh, du hast Brandsätze. Und die Selbstverteidigungspistole. Oder auch nicht. Von oben. Insert First Aid Kit. Okay, da ist random irgendein Zeug drin. Das sind Lootboxen. Super, oder? Ich liebe es, Lootboxen. Das ist so random. Ja. Ich hab mich jetzt auf den Erste-Hilfe-Spray gefreut. Ich hab schon gesehen. Yay! Oh. Du wolltest schon sagen, okay, noch ein Erste-Hilfe-Spray, oder? What the fuck? Ich glaube, ich muss mich auf hier irgendwas vorbereiten. Das Game schenkt noch Lootboxen. Er hat Gewehrmunition. Du hast Lootbox. Das Erste-Hilfe-Spray, oder? Und jetzt kommt er ein. Grünes Kraut. Bitte Gold. Ja. Lass mich gerade, das verwendest du jetzt? Um das andere zu machen und dann bekomme ich Schlechteres. Schrei rein. Oder auch nicht. Hi. Oh, das ist wie synchron. Oh. So wie wir vorhin mit dem gelben Kristall. Wait a minute. What the fuck ist das? Du tust jetzt einen Erste-Hilfe-Spray saufen, oder? Einmal Deo, bitte. Wieso darf ich keine Heilung haben? Weil du einen Sicherungskasten benötigst. Weißt du, muss ich eh hier reinschieben. Das ist so unnötig. Du kannst ja da hinten eine Lootbox holen. Nein, kann ich nicht. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? Alright. Nein, ich darf mir die Lootbox nicht holen. Nett, nun oder? Lass mich doch auch mal ran. Oh Gott, das war... Was denn? Jetzt müsstest du hier eigentlich noch so ein bisschen so im Hintergrund diese Metroid-Time-Sequence-Musik immer einspielen. What the fuck ist das? Wenn ich die gerade im Kopf hätte, gerne. Ist das diese super epische Musik? Eigentlich schon. Okay. Hui, Feuerwerksraketen. Damit kann ich Brandon Zeichen geben. Und du warst ja ein Feuerzeug, oder? Nein. Okay. Lass mal kurz. Schauen, du hast noch 11 Sekunden. Das kriege ich nicht hin. Warte mal kurz.
Genau, das habe ich gerade gesucht. Nein, das habe ich nicht gesucht. Das hängt mit zwei Tracks, da ist nur ein Track drin. Jill! You made it! Warst du das? Ja, ich hab gefurzt. Da kommt die Scheiße raus. Scheiße! Chris! No! Chris! Toll. Wow, jetzt hast du keine Munition mehr, oder was? Pause. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüssi. Oh. Bis zum nächsten Part. Hallo und willkommen zurück beim letzten Part. Nachdem unsere beiden männlichen Partner totale Lappen sind, muss die Frau klären. Ja klar. Ich hab keinen Bock auf den. Ich hab sein Bein getroffen. Er hat einen Sandsack. Ja, aber ich glaube, Barry kann sterben. Hab ich überhaupt getroffen bis jetzt? Du hast den Kopf gehabt. Flieg bitte die Granate! Alter, ich sehe, ob ich zurennen. Ich hab grad richtig gesehen. Ich habe Zeit. Ja? Scheiße! Alter! Bam! Genick gebrochen! Alter! Soll ich dich heim? Ich glaube, ich hätte diese Lootboxen gebrauchen können. Hehe. Barry ist leider verwirrt. Getroffen. Barry ist leicht verwirrt. Ja. I don't know what I'm doing here. Wow. War es ganz knapp oder war es knapp? What? I don't know what I'm doing here. Also noch ein Treffer und ich bin so ein bisschen Geschichte. Ja. Hab ich ja richtig gehört, Barry ist gestorben. Ja, er hat den in der Hand. Du hast ihn gerade noch gerettet. Echt jetzt? Ja. Geil. Der wollte ihn nämlich gerade so fisten. Wo hast du ihn hingeworfen? Da, hinter ihm. Ich hab's gesehen. We are all don't know what. Oh Gott, schön. Wie knapp war das bitte gerade? Rüst ihn aus, der kommt nochmal. Der ist gerade über mich rüber gelaufen. Okay, komm kurz festhalten, wie knapp das war. So. Alpha Sternchen! Die große Nacht der Stars. Hä? Ach, das war so geil. Der kam zugreift. Warte, da ist was auf dem Boden. Oh, ei. Oh, ein Raketenwerfer. Das ist so. Oh, ein Penny. Ja. Jemand will dich umbringen, rennt hinter dir mit dem Messer. Oh, ein Penny. War da was? Wir haben Jessica gerettet durch die Trophäe. Aber wer ist Jessica? Was? Es gibt hier eine Trophäe. Ich weiß. Hä? Okay. Big, big, booty, big. Oh, Raketenwerfer! Ein Penny! Alter, wie kann man so viel Glück haben bei einem Ausweichmove? Wir haben es wieder geschafft, ein Projekt zu Ende zu bringen. Hurra! So, laut Google-Bildersuche ist das Jessica. Oh, das ist Sherabat. Was gibt noch eine Jessica? Trevor. Naja. Das ist sie? Nee, das ist Lisa.
dann ist Jessica die Mutter. Also, eigentlich sind die. Nice Booty. Big, big Booty, big, big. Ach ja, Credits. Ja. Wir werden wieder lustig versuchen, alles durchzulabern. Versuchen? Hä? War es gerade Becky? Ja. Interessant. Ja. Ich habe, glaube ich, den glücklichsten Glücksmoment in dem Bosskampf gehabt in meinem ganzen Leben. Oh, ein Penny. Ja. Gutes Game. Da ist gerade jemand vor dem... War der Chris bei der Rescue-Szene? Hinter uns? Wir sind fast komplett ruhig geblieben. Was war jetzt los? Jill, you did a fine job. 12 Stunden, das geht ja noch. Sonntagsausflug. Erledigte Kreaturen 140, abgefeuerte Schüsse 455. Verbrauchte Farbbänder 22. Heilobjekte 40. Und im Nuller gab's nur 35. Ja, also 12 Stunden haben wir gebraucht. Das war Resident Evil 1, der Jill-Part in HD. Den Chris-Part machen wir, wenn's klappt, höchstwahrscheinlich. Jill hat ein neues Kostüm, sie haben den Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet, sie können sich im Ankleiderschrank umziehen. Da schauen wir uns gleich noch an. Nein, machen wir nicht. Weil wir dafür erstmal den Anfang machen müssen. Ja, also, wenn es alles klappt, machen wir den Chris-Part auf der Original-PS1-Version. Wenn alles klappt. Ups. Wenn nicht auf der PS1-Version, auf der PS3. ja, und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist Projekt, was Ladebildschirm. Höchstwahrscheinlich Soma. Oh, ein neues Bild. Noch einmal. Ne? Ja. Und damit würde ich sagen... Okay. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Es gibt mehrere Chill-Enden. Ja, du kannst noch Chill-Ende haben. Das Barry tot ist, das Chris tot ist, dass der eine Typ von der Schlange gefressen wird wahrscheinlich. Dass alles tot ist, dass alles lebt. Das also genauso scheiße wie Until Dawn. Oder A Way Out. Da gibt's nur ein Entweder-Oder. Ja, da gibt's nur ein Entweder. Entweder? Ist das, was? Schon hoch, ist das schon hochgeladen? Nee, ne? Das Ende ist noch nicht hochgeladen. Nein. Das Entweder, was die zögert, weil mich nicht abknallen will. Oder ich schieße einfach drauf los. Weißt du, da zögert er nicht mal. Er bringt mich einfach um. Jups. Das nennt man Freundschaft. Das ist wahre Liebe. Naja, du hast dich ja verraten. Ja, also... Bis zum nächsten Projekt, wenn was nichts dazu sagen lässt. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.